die Aktion, die Hilfsaktion in dem Hochwassergebiet, ist eigentlich mehr durch eine Bierlaune zustande gekommen, ein kleiner Kreis. Hat dann aber ganz schnell ganz große Ausmaße genommen. Wir haben jetzt mehrere LKWs, 7,5 Tonner, viele Fahrzeuge mit Anhänger komplett beladen. Wir sind 20 Mann, die da hochgehen. Vier davon kommen zusätzlich, die fahren nur hin und her im Endeffekt und 20 arbeiten dann. Ja, und durch den Michel, der hat mir angerufen und gesagt, wir vom Backhäusle Lossburg könntet euch Brote machen. Da ist ja was zum Essen hin. Auch die Leute oben verpflegen, die freuen sich auch, da einfach nichts mehr da ist. Ja, so ist das Ganze zustande gekommen. Jetzt sind wir hier im Backhäusle und ja, dann nehmen wir nachher Brote mit. Kompletter LKW voll Rundballen für die Tiere da oben zum Versorgen. Dann haben wir einen Minibagger dabei, wir haben einen Radlader dabei, wir haben Notstromaggregate dabei, Schweißgeräte, Brennschneider, Nasszug voll Holz, die komplette Maschine, was wir brauchen zum Versorgen, das Material. Schraube von der Firma Fischer und Heco bekommen. Alberspacher Klosterbräu zum Beispiel hat uns Getränke zur Verfügung gestellt. Metzgerei Heinzelmann, Verpflegung, Essen zum Grillen und solche Dinge. Ja, also wir sind eigentlich recht gut ausgestattet. Firma Schindele, Heizungszubehör, ein LKW auch zur Verfügung gestellt. Ja, und durch das ganz Kleine sind dann immer mehr dazugekommen. Und ja, also ich krieg schon gar nicht mehr ganz zusammen, was wir jetzt alles beieinander haben. Ja, aber es ist recht viel geworden. Also wir sind vor allem der Metallbauer, wir sind zwei Metallbaumeister, ein Lehrling im Metallbaubereich, ein Kfz-Mechaniker, Elektriker sind wir mehrere, Mechaniker, Forstwirt sind wir noch zwei Stück. Ja, das wäre es eigentlich. Ein Wassermeister noch, ja, ein Heizungsmonteur, eigentlich querbeet, alles zusammengeschustert, Maurer haben wir auch noch einer, wo der Bagger fährt. Ja, ganz gute Truppe auch, recht junges Team und ich denke, da können wir ganz schön was bewegen. Also unsere erste Anlaufstelle ist direkt auch weiter im Industriegebiet. Da haben wir Kontakt zum Metallbauer und zum Heizungsbauer. Da reisen wir als erstes an und von dort aus gehen wir dann weiter, wird zuteilt an unsere Baustelle, wo wir dann helfen können. Material wird bei denen abgeladen, das geht dann weiter an die Innungen. Die haben so Zelte aufgebaut und Lager gemacht, Heizungsinnung, Elektrikerinnung und so weiter. Und da bringen wir dann die Sache hin, verteilen sie. Ein Team geht die Straße durch mit Hänger hinten drauf, Notstrom und Säge. Und dann machen wir zum Beispiel die Fenster zu, provisorische Türen, dass einfach die Häuser auch wieder geschlossen sind und wir dann die Leute auch keine Angst haben brauchen, vor gerade eine Plünderung oder was auch immer geschehen und so. So ist der Plan. Gonna make her mine.
jetzt insgesamt mit? Ihr habt jetzt den großen Sattelschlepper dabei? Ne, zwei große LKW. Dann haben wir 2 7,5-Tonner. Also 2 Sattelschlepper? 2 7,5-Tonner. Dann haben wir ja, so Sprinter-mäßig, Pritsche-mäßig, so auf die Größe als Sprinter. Mit jedes Mal ein Hänger noch dran, das sind es Nummer 5. Ja. Wo halt komplett voll sind. Auch, ja. Also sprich 2 Sandschlepper, 2 Lastwagen und 5 Sprinter. Ich glaube 5. Ne, war es 6 sogar. Dann kommt noch ein Normalfahrt. Ja, 10 Euro. Das sind 6, ja. 10 Euro sind es genau. Ja, ja. Ohne LKW sind es 10 Euro, ja. Genau.